Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu einem neuen Part von One Piece Odyssey. Wir haben vorher einen süßen kleinen Waschbär besiegt, Choppers kleiner Bruder, und sind nun einem Würfel nahe. Wer darf seine Stärke zurückerlangen? Ist es Ruffy, Zoro, Nami, Sanji? Oh. Okay. Ah, ein paar neue Fähigkeiten wieder zurückbekommen. Cool. Oh. Oh, DJ. Okay. Also, Ruffy, Zoro, Nami, Lysop. Ah, die haben alle ein bisschen ihre. Aber nicht ihre Stufe, glaube ich. Wie konnte ich das noch vergessen? Leuchtende Wände und Felsen können zerstört werden. Dadurch kannst du neue Wege öffnen oder verborgene Objekte mit Schatztruhen finden. Cool! Benutze das Observationshaki, indem du Dreieck drückst. Mit ihm kannst du erfahrene Gegner identifizieren, durch die mehr Erfahrung erhältst. Und versteckte Objekte finden. Der Wirkungsradius ist jedoch begrenzt. Also setz es regelmäßig ein. Ja, gut. Wenn ich es regelmäßig einsetzen kann, ist es gut. Würfelfragmente sind Teil eines verlorenen Erlebnisses. Also mein Sprachfehler, das könnt ihr alles aufnehmen. Benutzt sie, indem du im Crew-Bildschirm Dreieck drückst, um so ein Bildschirmfähigkeit verbessern öffnest. Verstärkt durch eine Fähigkeit, indem du ein Fragment mit X in eine leere Fähigkeitsfeld platzierst. Machen wir. Machen wir. Danke! Kehre zum Eingang zurück. Na dann, das wird jetzt ein Ritt durch die Höhle. Wir machen einfach mal alles kaputt. Ruffys Würfel fängt mit mal 3. Dann müssen wir gar nicht fragen. Okay. Ah, die ist echt hinüber. Ist das eine Säule im Wasser? Wenn sie nicht unter der Wasseroberfläche liegen würde, könnte ich sie mir genauer ansehen. Wie frustrierend. Wieder runter. Tada! Omaera okureru nja ne zo. Gut. Da ich wieder Fähigkeiten einsetzen kann, nicht viele. Wie stark bin ich? Ja, fast alle. Nicht schlimm. Sanji! Okay. Was ist Löffelschwinger? Schon die Spiel. Okay. Okay, ja, das war lustig.
Okay, da könnten wir hingehen. Geht's noch mal woanders lang? Ja, nee, geht auch nicht. Müssen wir da hoch? Ja, kein spezieller Überraschungs, aber... Egal. Angriff ist Angriff. Tatsumaki! Yaruzo! Ja, steht es auch dran. Ist kaputt. Captain wa ushiro de kamaeteru mon da. Tun wenigstens sehr schnell leveln, was uns auf jeden Fall hilft. Deswegen gucken wir mal, dass wir jeden Gegner so wie ich das beurteilen kann, war es früher Teil eines großen Gebäudes. Ist nicht wahr? Das war nur ein Teil? Ja, kein Problem. Aber wir wollen noch erstmal woanders hin. Ne, da müssen wir sogar. Ein paar Boss. Ah, noch ein Schatz. Ich weiß gar nicht, was viele haben. Viele haben das Kampfsystem irgendwie ein bisschen schlecht geredet. Nicht ganz so. Ich frage mich, wann wir ein bisschen wahrscheinlich so ein Outfits kriegen, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Tus. Ah, wir können jetzt so angreifen, jetzt brauchen wir keine. Eva, makasete. Hier großartig mit Spezialfähigkeiten anpreisen und donnern. Und tus. Sehr gut. Das war ein guter Kampf. Mehr muss man dazu nicht sagen. Da hast du recht. Sie leveln aber auch sehr gut. Die waren zwar, glaube ich, Anfang Stufe 40, aber ich glaube, du kannst die sehr hoch bringen. Was ist das denn? Was sagt der Chopper? Kakurete tatte.
Es ist toll, wenn du einfach mal ein Rentier hast, was einfach jedes Wort versteht, was andere sagt. Da ist ein Schatz. Wie kommt man denn rein? Wenn wir aus der Höhle draußen sind, dann gehen wir mal hier. Klar. Falls du mal deine Crew austauschen willst, drücke. Das finde ich jetzt cool. Ah, da unten müssen wir ihn wieder. Oh, beinahe überrascht worden, glaube ich. Muss trotzdem eher mehr einlos werden. Einfachste, glaube ich, sogar von denen. Nicht das Überkrasse, was er mittlerweile auf Vanuatu hat. Wäre der beste Schwertkämpfer, den es gibt. Ja, so Ansagensprüche sind cool. Mein Gott, warum nicht? Gibt wesentlich Schlimmeres. Mit Ruffy kommt es halt echt überall hin. Wir werden beobachtet. Ja, von irgendwem. Ich gucke auch ab und zu wirklich, ob da. Oh, Erfahrung. MP. Gut, her damit. Ich muss mal einen Chip essen. Da ist zwei sind. Und tschüss. Guck nicht so blöd. Zoro, sugi mo ore ni. Captain wa. Ich glaube, beim Brigandier war es minimal anders. Aber so ist es auch nicht schlecht. Mich stört es gar nicht. Okay. Ja, dann zu stören. Das wäre eh klar. Lissops Würfelfragment. Das ist echt gut. Aber jetzt frage ich mich gerade,
ich jetzt trotzdem da nochmal hochgehen will. Da war eine Kiste. Da war eine Kiste. Kann man davon ausgehen? Ich gucke mich gerade, bin ein bisschen nicht verdutzt. Aber wir sind ja eh zum Ausgang der Höhle. Das haben wir ja schon gehabt. Von hier aus rüberspringen geht wahrscheinlich gar nicht. Nein. Nicht so schlimm. Tragisch ist ja nicht. Gibt weitaus Schlimmeres. Wir haben auf jeden Fall die Höhle erkundet. Das ist das Wichtigste. Jetzt gehen wir bestimmt raus. Und dann tun wir die Würfelfragmente anpassen. Was gegen Feuer? Wilder ist er. Einige Gegner tragen Wild im Namen. Sie sehen vielleicht genauso aus wie die Gegner, die du schon kennst. Aber sie sind viel gefährlicher. Achte genau auf ihre Schwächen. Okay. Verbrennung, Frost, Blitz. Angriffsfähigkeiten verfügen über Affinität und Kraft, Tempo und Technik sowie Elemente, Verbrennung, Frost, Blitz. Gegnertypen haben unterschiedliche Schwächen und Resistenzen. Mache sie dir zunutze und stets als Sieger aus dem Kampf hervorzugehen. Das ist ja üblich. Schaden plus Schaden minus halt. Also, ob sie Widerstand haben oder nicht. Wenn dein Gegner Schwäche ausnutzen wird, schwach angezeigt, widersteht dein Gegner dann Angriff, wird hingegen Widerstand angezeigt. Ah, okay. Schaden plus. Du findest das Gegnersymbol und die Fähigkeitsliste unten links im Bildschirm. Okay. Angreifen. Komm, Zoro, gib ihm. Geil, geil. Noch ein Einhörnchen. Gehen wir mit der Pistole. Aber die Würfelfragmente müssen wir gucken. Das ist irgendwie Ruffy. Habe ich jetzt irgendwas gelesen? Besiege Wildes Tod. Ah. Ich soll ihn besiegen. Ja gut, dann machen wir das. Okay, ging jetzt leider nicht. Ruffy darf ja nicht mal angreifen. Ich leider besiegt. Ja, nicht so schlimm. Und tschüss. Bevor wir das aber jetzt machen, ne, speichern wir hier ab. Ich weiß, schon wieder. Und sehen uns im nächsten Part. Danke fürs Zusehen. Bis gleich.